Willkommen zurück zu Pokémon Blau, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt ein weiteres Mal im Inner Sith Corporation im Hauptquartier. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich fahre jetzt einfach mal in Stockwerk 9. Ich glaube, da waren wir noch nicht, ne? Das wäre aber zu einfach, wenn 9 natürlich mich genau ins 10. bringen würde. Aber zu dem Punkt, wo ich... Aber hier waren wir doch auch schon, ne? Stimmt, das ist der Typ. Ach, scheiße. Ah, aber hier habe ich... Hä? Habe ich was übersehen? Willkommen im neuen Stock. Es ist nett, dass du mal vorbeischaust. Ach was. Ach, guck an. Sag mir... Ach, wusstest du gar nicht, dass wir hier noch gar nicht waren? Dann haben wir nur den Trainer besiegt, aber haben uns in dem Stockwerk gar nicht richtig umgeguckt, oder was? Das ist ja sehr heldenhaft. Oh, ein Carbon. Und... Ein Sonderbonbon. Ja, hier ist ja Jackpot. Und TM26. Okay. Das hat sich ja gelohnt. Ah, aber nicht sorgfältig geguckt, weil den haben wir besiegt. Mit ihr, die kann nicht gerettet werden. Jetzt ist die Frage, wo muss ich denn dann hin? Ach, da komme ich hier wieder hin. Ah, dieses ewige Hin und Her. Ach, guck an, da komme ich da hin. Hör auf. Wo portest du mich denn dann? Du mich dann dahin? Hierhin. Ah, das ist ja fast dasselbe. Das ist ja nur. Oh. Das ist ein verwirrender Scheiß. Muss ich jetzt hier echt eins nach dem anderen mal abklappern? Hier waren wir ganz am Anfang. Da kann ich mich erinnern. Wow, Moment mal. Gary? Was hat dich aufgehalten, Ash? Oh, das kam jetzt überraschend. Hahaha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Woo! Okay, Kampf gegen Gary. Oh, der kommt jetzt ein bisschen out of nowhere. Ich habe mich gerade fast schon ein bisschen erschrocken, weil ich damit jetzt nicht gerechnet habe, dass ich jetzt irgendwo hinkomme. Okay, was hast du? Taubers auf... Oh, selbst 37. Das ist ja gar nicht so schlecht, Gary. Das ist ja gar nicht so schlecht. Oh, schöner Volltreffer. Schön, Flamara. Gefällt mir. Oh, Volltreffer von ihm ebenfalls. Hm, wenn Flamara nicht sterben soll, sollte ich das Pokémon wechseln. Dann wird der Kickly abstauben dürfen. Oh, das war eigentlich gar nicht so klug, gell? Nee. Das war nicht klug. Weil es ist ja sehr effektiv. Oh, der Tauboss fängt bestimmt an. Fuck. Das war dumm. Das war dumm. Gebe ich zu. Das war wirklich nicht clever. Okay, aber dann wird hoffentlich Garados hier... Ja, sehr schön. Das beenden. Sehr gut. Ja, Flamara, Kickly, Garados kriegen jetzt Erfahrungspunkte. Natürlich nicht viel. Er schickt Garados in den Kampf. Soll ich dir mal sagen? Dafür wird jetzt mal mein Knuddelluft kommen. Oh mein Gott, er hat ein 3-Level stärkeres Garados als ich. Das Schwein. Drachenwut. Aber 150 Leben, Knuddelluft ist einfach Killer, Mann. Und mit Donnerblitz kriege ich Garados sogar auf die Hälfte runter. Perfekt. Jawoll! So stellen wir das vor. Jetzt sieht der Gary auf einmal gar nicht mehr so gut aus. Knuddel auf 35, perfekt. Fukano. Ja, Fukano, damit kannst du mich jetzt aber nicht schocken. Da komme ich mit Turtok und dann sitzt. Fukano, hast immer noch keine Arcani, du Lappen. Wahnsinn. So, Blubstrahlen ist das Fukano eh weg. Und Simsala. Okay, ich bleibe einfach bei Turtok. Ja, der Simsala, um das beneide ich dich ein bisschen. Das gebe ich gerne zu. Oh, oh, schon mal. Die starke Simsala. So. Ist 38. Geil, 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 geil.
Und natürlich kommt jetzt noch Bisaflor. Und dafür, meine lieben Freunde, haben wir Flamara. Das hat leider keine Leben mehr. Egal. Bisaflor Level 40. Ja, da kommt jetzt ein Trank. Nee, warte mal. Mit einem Supertrank kommen wir ja gar nicht mehr weit, fällt mir da auf. Ja, das Rasierblatt wird mich jetzt nicht kalt machen. Ganz im Gegenteil. Naja, gut, dank des Volltreffers sah es doch nochmal schlimmer aus, als es war. Ihhh, Egelsamen. Aber die Glut wird dir überhaupt nicht schmecken, hä? Na, brauche ich trotzdem dreimal. Aber dann... Jo, ist Gary besiegt! Und Flamara Level 37. Das geht doch hier fix wie Sau. Und Rutenschlag! Kein Mensch braucht Rutenschlag. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Ja, das ist richtig. Also Ash, ich ziehe da mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Ash, und trainiere schön weiter. Ciao. Findest du so geil, wie ihr das immer sagen kann, aber hat man nicht einmal gegen mich gewonnen, ne? Oh, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse, vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Lapras! Götti, Lapras! Oh, es heißt Lapras und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Lapras ist eh der Hammer, aber dafür bitte mein... Garados da sein, der wird Surfer und Fliegen lernen. Das wird richtig geil. Oh, das gefällt mir. Dann komme ich ja hier zum Boss, oder? Jawoll! Oh, da ist er. Big Boy Giovanni. Oh, guten Tag. Halt, keinen Schritt weiter. Oh, 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 oh. Der letzte Security. Der letzte Rocket. Und es hat ein Dragosso. Können wir Flamara vielleicht sogar noch auf 38 hier bringen? Das fände ich richtig Knorke. Nee, nicht Knocker. Knorke. Oh, es ist tot. Oh, so schnell kann es gehen, wenn man vorspult, gell? Aber es ist jetzt nicht weiter wild. Ganz im Gegenteil. Dann kann Kikli hier nämlich mal ein bisschen abstauben. Sehr gut. Das Problem ist nur... Team sieht gar nicht mal so gut aus. Und Giovanni hat ein richtig krankes Team. Die Frage ist, kann ich mir jetzt merken, wo ich herkomme? Wo ist das hier? In welchem Stockwerk bin ich? Ich habe keine Ahnung. Deswegen muss ich jetzt leider nach unten laufen und zählen. Warte. Eins. Ach so! So weit. Ah, dann war das. Dann sind wir erst im zweiten Stockwerk gewesen. Also pass auf, dann machen wir das jetzt so. Da laufen wir nämlich jetzt nicht zum Pokémon Center, sondern in Stockwerk 8. Und ich glaube nämlich, mich erinnern zu können, in Stockwerk 8 war... Yes, unsere Heilerin. Dann geht das nämlich auch ganz schnell. So, wenn wir... Ich werde Turtok an die Front stellen, weil der gute Giovanni ja durchaus auch mit Boden-Pokémon arbeitet. Das ist meine große Hoffnung. Beziehungsweise, ja, meine einzige Chance, dass ich jetzt hier den guten Turtok habe, weil das Team ist eigentlich zu schwach für Giovanni, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der wirklich das Team hat, an das ich mich erinnern kann. Ich glaube nämlich, der hat nämlich bis zu Level 43 Pokémon. Und das wäre richtig krank. So, meine Freunde, jetzt wird spannend. Ah, Ash, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ich bin Giovanni. Jetzt geht's los. Göttlich, Giovanni. Ein Nidorino und es hat Level 37. Das ist noch machbar. Da sehe ich mich noch vorne.
Ich glaube, die letzten zwei, Nidoking und so. Megablock, das wird der nicht reichen. Nein. Zu stark, das Turtok. Kangama. Level 39, geschätzt. 35! Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Jawoll, perfekt gemacht. Oh, dich kriege ich aber. Dich kriege ich aber. So. Rihorn? Ja, das ist... Ach, das wird das ja easy. Das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Dann ist der ja gar nicht so stark, wie ich dachte. Mensch. Und Nidoqueen hat er. Dann ist das maximal 40. Naja, 41, okay. Ja, das ist schon stark, aber da habe ich halt den Vorteil mit meinem Turtok. Ach, deswegen ist der letzte Orden auch für mich relativ einfach, weil ich damit Turtok einfach die geilste Wahl getroffen habe. Ah, da bin ich jetzt enttäuscht. Ich dachte, das wäre sehr viel stärker. Ich dachte echt, Kangama wäre dann so 43, Nidoqueen 44. Da habe ich ihn etwas überschätzt. Ah, wieder verloren. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Sylph Corporation vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Ash, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Und tschüss. Guten Tag, erstmal mit der Frau sprechen, aus Respekt. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns gerettet, danke. Jo, kein Ding. Und jetzt wird's richtig interessant, Leute. Präsident, ich danke dir für die Rettung der Sylph Corporation. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir meinen Dank bloß aussprechen? Oh, ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Und jetzt kommt's. Erstellt Meisterball! Geil. Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Ja, ist ja wohl klar, ne? In der Regel hält man sich das dann für Mewtwo auf, weil der unglaublich schwierig zu fangen ist. Aber ich glaube, so weit werden wir in diesem Let's Play gar nicht kommen. Von dem her nutze ich den vielleicht für was anderes. So, Team Rocket ist endlich zerschlagen. Das heißt, wir können jetzt hier gemütlich zurück. Jetzt kann ich mich überhaupt erstmal in der Stadt erstmal gemütlich umgucken, weil keiner mehr von Team Rocket da ist, das irgendwelche Türen blockiert. Und es sind wieder freundliche Menschen auf der Straße. Mei. Guckt an, jetzt hat zum Beispiel das Haus war vorher blockiert. Guten Tag. Meine Tochter ahmt gerade Leute nach. Wegen ihres Bienenspiels nennt man sie die Nachahmerin. Das macht Sinn. Janira! Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. Ich guck mir mal an, was sie da so treibt. Guten Tag. Hallo. Magst du Pokémon? Halt, ich habe doch dich gefragt. Wie? Du bist komisch. Hm? Ich soll die Nachahmerin Nachahmerei aufgeben? Aber das ist doch mein Hobby! Du bist doof, ja. Ein seltenes Pokémon, hm? Es ist nur eine Puppe. Okay, und du? Ah, es ist nur eine Puppe. Aber du bewegst dich, du bist keine Puppe. Ein Dodo! Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Ein Spiel mit Mario! Oh. Naja, ja. Es ist auf jeden Fall ein Dodo, der schönste. Das schönste Pokémon im ganzen Land ist ein Dodo. So, das ist also die Nachahmerin. So, wen haben wir denn noch nicht? Ach, guck an. Der Typ ist jetzt auch hier draußen. Der Boss des Team Rocket ist aus dem Gebäude der Sylph Corporation geflohen. Jo, wird auch gut zu sein. Also, hier kommen wir jetzt in die Arena. Ich glaube, das war noch nicht alles, ne? Ich flog mit meinem Tauboss hierher, nachdem ich von der Sylph Corporation gelesen habe. Ist schon alles vorbei? Na toll, dann habe ich wohl das Beste verpasst. Tauboss. Alles klar. Wo war denn noch was? Da unten?
Konnte, nee, da konnte man rein. Da war Psychologe. Ah, hier, glaube ich, war noch was, oder? Nicht? Nun kommen auch wieder Touristen nach Safronia City. Juhu!